Im letzten Jahr hatten wir das Wunder von Arnsberg. Ipis, regnender Baum. Und Vlado hat uns den Vorschlag gemacht, hat gesagt, ich habe ein ganz tolles Projekt aufgetan. Fliegende Tüten und es ist super. Und das ist das Nachfolgeprojekt für 2010. Und wir so, hä? Naja, Vlado hat es auf jeden Fall geschafft. Till als Vertretung von diesem internationalen Künstlerkollektiv ist dann hier nach Arnsberg gekommen und wir konnten die international arbeitende Künstlergruppe davon überzeugen, Museo Aero Solar hier in Arnsberg steigen zu lassen. Plastiktüten werden gesammelt, am besten, am idealsten gebrauchte Plastiktüten, geschnitten an den Seiten und zusammengeklebt in Flächen, in größeren Flächen. Und aus diesen Flächen werden diese Luftballons in unterschiedlichster Formen entstehen. Das Idee stammt von anderen Leuten, aber das ist eine Art Künstlergruppe oder Gruppe von Leuten, die zusammenarbeiten. Und es sind eigentlich Leute von überall, die mitmachen und das begleiten und das aufführen oder bauen. Wir haben da auch mitgemacht. Wir haben Tüten zusammengeklebt, damit so ein großer Luftballon entsteht. Also ich finde es bislang total spannend. Vor allen Dingen hat es Spaß gemacht, mal reinzugucken in den Ballon. Das sah toll aus. Gewaltig, also. Ja, sehr groß und ich bin beeindruckt, was die für eine Arbeit geleistet haben. Ich finde auch, also wenn die den da hinten irgendwann mal aufblasen, also am Samstag ist das, glaube ich, boah, also das wird schon heftig. Eine Aussage ist auf jeden Fall, dass ein Material, das eigentlich weggeworfen wird, also Plastiktüten, wiederverwendet wird zu einem, wenn man will, künstlerischen Zweck, aber eine andere Aussage ist eben auch, dass man zusammenarbeitet und an mehreren Orten der Welt mit verschiedensten Personen zusammenarbeitet. Es ist ein Projekt, was sich insoweit international auch entwickelt hat, dass ich fast überlegt habe, dass es für Arnsberg vielleicht sehr, sehr gut auch reinpassen könnte. In unserem Versuchen zwar aus Arnsberg ein Zentrum der Welt zu bilden.